Aber jetzt kommt ja der Trump, der hält ja ihn auf den Finger. Ja, und das schaut, dass alles wieder gut wird. Ja, also der, wie siehst du das mit dem Trump oder Hillary Clinton? Ja, also ich würde als Amerikaner klar Hillary Clinton wählen, obwohl ich die jetzt auch nicht restlos überzeugt. Aber der Trump ist für mich also eine Zeitbombe. Also das geht gar nicht. Also das ist ja klar, also das ist ja logisch, weil Trump einfach so, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber also er sieht ja nicht ganz klar. Ist ja, ich will jetzt ganz anders noch sagen, was der alles... Aber nein, der ist sicher eine Gefahr. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, weißt du was, wähle den Trump, ich will sehen, wie die Welt brennt. Und wie dann? Ist so, ja, ich weiß auch nicht. Dann holen wir die 4'000 Mitarbeiter zurück in die Schweiz. Und, jetzt haben wir den auch. Jetzt tun wir gerade in Salt Lake ein kleines Werk aufbauen, wo wir die 60% Wertschöpfungsanteil für die Verträge, die wir jetzt gewonnen haben, das ist mir zu wirtschaftlich alles. Also, dann reden wir ein bisschen. Reden wir über deine Kinder. Wer sind deine Kinder? Was machen sie?